Jerome, Lokalderby gegen Flingen, 2:1 gewonnen durch ein schönes Tor von dir. Was sagst du? Ja, ich denke mal, es war relativ schwierig auf dem Platz unter den Bedingungen ordentlich Fußball zu spielen. Dementsprechend war es ein Spiel, was klar über den Kampf kommt. Und dann ist es eben wichtig, die entscheidenden Situationen über Standards zum Beispiel zu gewinnen. Freue ich mich natürlich extrem, dass ich das heute geschafft habe, meiner Mannschaft da zu helfen. Und ja, bin sehr zufrieden am Ende. Ihr habt es geschafft, einen Rückstand zu drehen? Ja, da an der Stelle nochmal Kompliment an die Mannschaft. Auf jeden Fall Kampfgeist bewiesen. Bewiesen, dass wir uns mit 0-1 hier einfach zufrieden geben im Lokalderby. Und ich denke mal, damit haben wir einfach gezeigt, auch vor vielen Zuschauern heute glücklicherweise, dass mit uns zu rechnen ist, auch fürs nächste Jahr. Und dass wir ganz starken Fußball spielen können, auch gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel. Tore waren ja bei euch in letzter Zeit eine Seltenheit und heute gleich 2. Ja, war mit Sicherheit eine Seltenheit bei uns in der letzten Zeit. Umso besser, dass es heute doppelt klappt. Im Lokalderby ist es eben wichtig. Und zwar klar, dass wir wahrscheinlich 2 Tore brauchen werden zum Gewinn, hat der Trainer auch schon angesprochen in der Kabine. Ja, wir sind happy, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen daran anschließen können und dass das Ganze so weitergeht. Was habt ihr ändern müssen, um das Ziel zu erreichen und heute mal mehr Tore zu schießen? Ich denke, dass es viel Mannschaftsinternes war, gar nicht so viel, was die Taktik betrifft, dass es viel mehr der Kampfgeist war, der Zusammenhalt der Mannschaft ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen, den wir heute wieder sehr, sehr bravourös in meinen Augen gezeigt haben. Und ja, durch diese Kleinigkeiten, das sind die kleinen Zweikämpfe, das ist eben der Wille am Ende, der in so einem Spiel entscheidet. Und das haben wir heute gezeigt und deswegen haben wir verdient gewonnen in meinen Augen. Du hast ja heute ein Traumtor geschossen. Kannst du uns verraten, wie du das gemacht hast? Ja, das übt man natürlich ab und zu mal ein bisschen, aber an so einem Tag kommt dann relativ viel zusammen, denke ich. Und da habe ich ein bisschen Glück gehabt, aber durchaus ist auch eine gewisse Übung dabei. Ich bin happy, dass er dann auch so reingegangen ist. Passiert mir jetzt auch nicht jedes Spiel, von daher auf jeden Fall bin ich damit sehr zufrieden. Eure nächste Aufgabe jetzt in den letzten Spieltagen, die jetzt noch kommen, 5 Spieltage sind ja noch übrig, ist Hambrücken. Wie geht ihr in diese Aufgabe rein? Ich denke mal, wir werden versuchen, frei aufzuspielen, ja, den Rest der Saison zu nutzen, um einfach sich weiterzuentwickeln, da bei uns ja weder nach unten noch nach oben noch großartig Ambitionen möglich sind. Ich denke mal, wir werden da befreit aufspielen, versuchen viel Fußball zu spielen, viel zu kombinieren. Hoffe dann natürlich auch, dass die Platzbedingungen dann wieder ein bisschen mehr Fußball zulassen. Ja, dass wir einfach in den letzten Spielen nochmal gucken, wie weit wir gehen können, wie weit wir uns gerade im Offensivspiel weiterentwickeln können, um dann nächstes Jahr voll angreifen zu können.